Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel B. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Welt von Tetorla geeiert. Haben hier und da einen Ort entdeckt, der aber falsch war. Und jetzt sind wir in Ozette angekommen. Briseia ist verschreckt in die Stadt reingerannt. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist, deswegen rufen wir sie jetzt. Und mir fällt gerade auf. Ich sollte vielleicht mal das Kabel vom Controller einstecken, weil ich gucke mir gerade hier so den Controller an und der blinkt mich hier so verstörend an. So, okay. Okay, warum ist hier auch so ein Ding, ey? Warum sind immer Bilder von uns? Verbrennen die. Oh, ein Hund. Welterschaft. So, wie nennen wir dich? Wie heißt der? Der sieht aus wie ein Kauzi. So süß. Da fällt mir gerade ein. Leute hat ja ein Ding zu bekommen. Ein neue Titel. So, ich mache erstmal wieder weg, weil so kann ich mich besser orientieren. TB, Verteidigung und Intelligenz. Nein. Stärke, Tetra-Angriff. Schwermeister, KB, Stärke und Verteidigung. Ja. Da fällt mir gerade ein. Er hat doch bestimmt auch Ausbilder an der Akademie. Es gibt Dinge, die selbst ein Ritter nicht schützen kann. Vergiss das nicht. Okay, wen stellt er dann da? Ha! Okay, sehr schön. Malik von Tales of Crisis F. Warum denn auch nicht? So, ach ja, man hat mir irgendwie gesagt, ich sollte mal bei Dingens nachgucken. Habe ich das nicht schon geguckt? Wird man noch, ist auch nicht weit. Aber hier habe ich doch schon geguckt, oder? Vagabund. Das heißt, da schließlich Leute kennenzulernen, ist das Wichtigste auf Reisen, oder? War ich mit dir schon? Ich meine, ich habe doch mit dir schon. Was? Geil! Was geil als Tales of Graces F. Sehr schön. Okay. Ja, habe ich anscheinend noch nicht ausgerüstet, weil sonst hätte ich das gekannt. Okay, sehr schön. Ja, weiß nicht, ob ich die Kostüme... Nein, nicht das, Kostüme irgendwann mal ausrüste. Bestimmt irgendwann mal. Wenn, keine Ahnung. Wenn wir irgendwann mal nicht offscreen, irgendwie was machen müssen, so farmmäßig Nebenquest oder was weiß ich. Aber so jetzt in der Story ist halt jetzt noch ein bisschen unnötig, finde ich. So, wenn jetzt irgendwo hier wieder so ein Koch ist, ne? So, warte mal hier, sieht aus wieder wie Waffen, ne? So, Regal, wir können ja jetzt von deinen Fähigkeiten profitieren. Hier gibt es eine Rüstung. Wow, was? Okay. Kann er überhaupt? Er kann nur so Gewänder tragen. Weiß nicht, da geben wir ihm mal hier so ein Seingewand. Weil er ist ja sehr oft an der Spitze, dass er an der Spitze war. So ein Frontalkämpfer im Gegensatz zu Genis, der irgendwie, ja, nicht so frontal kämpft. Hallo, seid ihr auch Reisende? Ich bin ebenfalls umgereist und habe den ganzen weiten Weg zu diesem Dorf gemacht. Entschuldigung. Anscheinend ist dieses Dorf der Geburtsort des Patriarchen. Ja, super. Deshalb werden wir bestimmt nicht... Mein Gott, mein Stuhl, ne? Den werden wir bestimmt nicht hier antreffen, ne? So. Wo ist Briseia? Wo bist du denn? Mein Gott. Macht mir Angst. Okay, was ist deine Funktion? Seit Handwerks berühmt. Allerdings haben wir in letzter Zeit immer weniger Kunden. Wir suchen einen Zwerg namens Altessa, nicht einen Ort namens Altessa. Mein Gott, ey. Oh. Sollten wir angewöhnen, irgendwie, keine Ahnung, zuzuhören, was die Leute hier machen, worum es hier geht in diesem Spiel. Wäre irgendwie sehr weise. Hey, dich kennen wir doch irgendwo, ey. Danke, sind das auch Gäste? Träger. Aha, verstehe. Bisher, ja, wir müssen eine Schutzfassung für dich herstellen.
Meine Aufgabe wartet auf mich. Lebt wohl. Nur Prisea kann das gesegnete Holz schlagen, das in der Kirche bei den Ritualen verwendet wird. Ich bin ziemlich erfreut, dass sie endlich zurückgekehrt ist. Der Typ ist definitiv nicht böse. Dieser Mann ist ein Halbelf. Ist er das? Jetzt, wo du es erwähnst, sind wir ihm nicht auch in Tokio begegnet? Er ist unheimlich. Finde ich auch, aber ich muss sagen, dass er mir leid tut. Ich meine, er muss mit der Tatsache fertig werden, dass es hier prächtige männliche Exemplare gibt, wie mich. Ich würde sagen, ihr beide seid euch nicht unähnlich. Das habe ich gehört, du Heini. Auf jeden Fall sollten wir uns mit Perseia unterhalten. Ja. Und sie macht jetzt irgendwas mit dem Holz. Dieser Geruch. Seht mal. Oh, wie fürchterlich. Ach so, das ist absolut nicht cool. Konnte das nur geschehen? Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die Wirkung des Exodus-Parasitismus. Prisea hat keine Vorstellung davon, was aus den Personen in diesem Bett geworden ist. Wie konnte das nur... Prisea, kommst du nicht mit? Ich muss meine Aufgabe erfüllen. Wir sollten Prisea für den Augenblick hier lassen. Hier? Wenn wir versuchen, sie wegzubringen, wird sie sich wehren. Lass uns alleine zu Altessa gehen. Oh Mann. Um ihn zu fragen, ob er die Schutzfassung für uns reparieren kann. Ja. Warum? Ein seltsamer Besucher. Deswegen sollten wir sie auch nicht hier lassen, Mann. Oh Mann. The fuck is... Mein Gott, warum müssen wir sie hier lassen? Ich würde sie lieber mitnehmen. Warum werden meine Lieblingscharaktere immer irgendwie so zurückgelassen? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich glaube, sie kann aber auch auf sich selbst aufpassen. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Und von da kommen wir wahrscheinlich, ne? Und da wollte ich jetzt... Colette, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin gestolpert. Hihi, ganz schön ungeschickt, was? Hast du dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay. Ah, okay. Jetzt auf der anderen Seite. So. Läuft der Typ irgendwo nur hier rum? Warum wurde er jetzt gezeigt mit der Stolperung? Ich glaube, der Typ läuft nicht rum. Okay. Warum muss diese Szene jetzt gezeigt werden? Ich verstehe halt nicht. Bestimmt irgendeine symbolische Bedeutung oder so. Die ich nicht verstehe, weil sie zu kompliziert ist. So. Ja, da, ich wollte eigentlich nicht. Okay. Entschuldige ich überhaupt jetzt. Oh Gott, Regal. What? Ich weiß auch gar nicht, was er kann. Spinkick, der mit einer Luftattacke verbunden werden kann. Okay. Spinkick, Roundhouse Kick, der mit Luftabwehrattacke verbunden werden kann. Swallow Kick, Abwehr von Angriffen aus der Luft. Möchte er aufwärts Kick? Dann machen wir den doch mal nach oben, ja. Und Crescent Moon hier so. Achso,
kann den nur in der Luft einsetzen. Oh, sehr schön. Mein Gott. Ist ja überhaupt nicht kompliziert, ey. Okay, warte mal, dann tun wir Luftabwehrtanken verbunden werden. Okay, dann tun wir den mal da oben hin. Und den tun wir da hin. Luftabwehrattacke, Luftattacke. Das muss ich ein bisschen herum experimentieren, finde ich. Oh, da sind wir schon, okay. Altessas Haus. Sehr schön. Na. Haben wir sie endlich gefunden. Oder ihn, was weiß ich. Hallo. Wer ist da? Oh, Entschuldigung, wir haben gehört, dass hier ein Zwerg lebt. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu sprechen? Ihr wünscht ein Treffen mit Meister Altessa? Tretet ein. Warum spricht ihr in Caps Lock? Wir sind ja nicht im YouTube-Kommentarbereich. Okay, das ist aus dem Zwerg. Wer seid ihr? Mein Name ist Lloyd. Wir sind wegen Passer gekommen. Kite und Sivak hat uns von dir erzählt. Aus Sivak hat uns von dir erzählt. Geht! Was? Ich möchte mit diesen Mädchen nichts mehr zu tun haben. Okay. Verschwindet von dir. Was sollte das denn eben bedeuten? Entschuldigung. Der Meister möchte nichts mit Priscilla zu tun haben. Warum? Ist es ihm egal, ob sie stirbt? Das ist es nicht. Der Meister bereut, was er getan hat. Dann bitte, rette Priscilla. Das war komplett. Alles, was sie benötigt, ist eine Reparatur ihrer Schutzfassung, richtig? Ich weiß nicht, ob das wirklich zu ihrem Besten wäre. Warum? Was könnte schlimmer sein, als in diesem Zustand zu leben und darauf zu warten, dass man stirbt? Wenn ihr so engagiert seid, dann solltet ihr nach Hemmerz suchen. Bisher Schutzfassung besteht nicht aus Hemmerz? Richtig, ihre Schutzfassung besteht aus... Tabata, was tust du da? Wirf sie raus! Entschuldig, ich muss zurück. Bitte kommt wieder, ich werde versuchen, ihn zu überzeugen. Ist es normal, dass sie ganz Caps Lock gerät, oder ist da irgendwie ein Fehler? Wo können wir denn das Hemmerz finden? Ich habe gehört, dass man es in der Mine zwischen Altamira und dem Ymir-Wald finden kann. Ich würde euch gerne dabei helfen, bisher eine Schutzfassung herzustellen. Ich kann euch zur Mine führen. In welcher Beziehung schießt ihr überhaupt zu Priscilla? In keiner. Und trotzdem scheinst du dir Sorgen um sie zu machen. Wie auch immer, du hast bis jetzt nichts Verdächtiges getan. Du bist herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Das Hemmerz befindet sich relativ nah an der Oberfläche der Exvermine. Die Mine, die ich meine, liegt von hier aus auf der anderen Seite des Ozeans, auf dem südlichen Kontinent. Sagt Altamira, stimmt's? Dieser Ort ist total genial. Lass uns unterwegs dort Halt machen. Wir haben keine Zeit, in diesen Patch da zu feiern. Das Meer. Wir fahren wieder aufs Meer hinaus. Okay, dann los. Ja, beeilen wir uns. Wir dürfen Priscilla nicht vergessen. Übrigens, da ist eine Sache, die mich schon länger beschäftigt. Sind wir uns nicht irgendwo schon mal begegnet? Fein, ignoriere mich ruhig. Du bist nicht besonders freundlich, oder? Na gut. Ich gehe nochmal da rein. Wildspiel ist ein goldenen Zeiger gehen. Na? Na? Tust du jetzt das Ding erstellen? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Dann gibt es hier nichts noch irgendwie, was sich lohnen würde. Wäre das jetzt okay? Bitte kommt später wieder. Ich werde mit dem Meister sprechen. Ich finde, sie ist voll süß gekleidet. Irgendwie, keine Ahnung. So, können wir uns hier ausruhen? Das wäre richtig toll.
Aber nein, anscheinend nicht. Na gut. Dann raus hier. Und holen wir jetzt hoffentlich Presea ab. Weil ich möchte die doch wieder in mein Team haben. In mein Team haben. Ist Tabata ein Engel? Na, Saki no Tabasa die Hito. Chotto kawatte da na. So kana. Nan ていうか. Ah, hora. Koretto ga denshi ka shite shouki ja nakatta koro ni. ちょっと似てるような感じなんだよ。呼吸をしていないからではないか。え、息をしてなかったってことですか。本当かよ。そのようだったな。まあよほど鍛錬していて静かに息をしているのかもしれんが。まさかあのタバサも天使なのかな。悪い人には感じられなかったけど。油断は禁物だ。Okay, was soll das denn bedeuten? Hat irgendwie Vorteile gegen Engel über. So, Presser, ja, wie wär's? Wieder in unsere Party. Okay, sie scheint nicht da zu sein. Oder hat abgeschlossen. Wie auch immer. Dann, gucken wir mal. Okay, sie ist jetzt nicht mehr hier oder so. Ich habe nicht genug Geld. Und nicht genug Geld. Blablabla. Hm. Und dann bin ich wieder ins Mikro gekommen, wie sonst auch immer. So. Da übe ich raus, was zum. Ja. Weiß nicht. Ausruhen bauen wir uns nicht, aber machen wir trotzdem. Ja, einfach so. Wir brauchen die AP und TP nicht, aber machen wir es. So. Wo ist jetzt Presea? Ich will wieder Presea bei uns in der Truppe haben. Hm. Okay, war ja der Ort schon immer hier? Ihr gehört alle zu ihr, nicht wahr? Ihr? Presea, ihr gehört zu diesem Monster. Hör auf, Presea Monster zu nennen. Was? Sie ist seit einer Ewigkeit nicht einen Tag gealtert. Wovon redest du da? Das ist nicht alles. Obwohl ihr Vater tot ist, weigert sie sich, ihn zu begraben. Sie ist ein Monster. Halbelfen sind nichts im Vergleich zu ihr. Nehmt ihr dieses Monster mit euch mit, verlasst das Dorf. Ich wäre euch dankbar, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, okay. Auf jeden Fall. Wie kannst du so etwas sagen? Oh, du meinst also, ein Kind, das nicht älter wird, ist nicht merkwürdig? Nein, es gibt einen Grund, warum Presea so ist. Hm, den kenne ich nicht, aber trotzdem ist sie äußerst merkwürdig. Ich bezweifle, dass ihr Außenseiter etwas verstehen könnt. Außenseiter? Stimmt, wir haben nicht mitbekommen, wie Preseas Entwicklung aufhörte. Aber das ist nicht Preseas Schuld. Aus dem gleichen Grund werden Halbelfen verfolgt. Ja, wenn Halbelfen so wie die Elfen fernab vom Menschen leben könnten, wäre es gleich anders. Halbelfen haben aber keine andere Wahl, als zusammen mit Menschen zu leben. Und die Menschen erkennen, wie wenig Spuren die Zeit bei ihnen hinterlässt. Und werden ständig daran erinnert, dass sie eine andere Spezies sind. Lass uns Presea retten. Es kann nichts Gutes dabei rauskommen, wenn sie so bleibt. Okay, ist sie hier irgendwo? Hm. Und Hund. Weltherrschaft. Das hier ist Sammy. Sammy, komm, Junge. Wenn ich euch das Gefühl, irgendwann werden sich alle Hunde irgendwie an einen Ort versammeln und irgendwas Böses wird passieren. So. Das war von beiden Welten, ne? Das wäre irgendwie heftig. Naturkostladen. Okay. Ja, kostet alles so viel. Na gut, wo ist Presea? Langsam, ja. Wollte ich mir sagen, ist sie jetzt vielleicht wieder im Haus? Ich geh mal gucken. Aber wir müssen ja sowieso zur Mine, ne? Aber trotzdem. Oh Mann. Presea, was machst du?
So, aber wir wissen wenigstens jetzt, wo ich lang muss, ja. So, diese eine Mine, wo wir letztens schon mal waren, wo diese Patriarchen Soldaten waren, wo kommen wir überhaupt hier wieder runter? Hier, ne? Und ja, das ist schon mal gut. Wir wissen, wo wir hin müssen. Gebraucht deinen Kopf. エクスフィア鉱山ね。お前だって知ってるでしょうよ。アルタミラの方にあるエクスフィア鉱山といえば、トイズバレー鉱山のことだろ?ああ。genau so ist sie。隣のモーリアと行動でつながってるっていうあれかい?だとしたら、あの付近の山の持ち主が誰かを考えてみる。レザレのカンパニーだね。でもそれがどうしたんだい?チッ! Okay. Mein Gott. Oh ja, da war natürlich mehr als verdient, so wie fast alles, was er irgendwie sagt. Also ein Kampf wird auf jeden Fall noch kommen. Ich sehe es kommen. Aber ich komme euch voraus. Aha. So, ich muss mal mit Riedel ein bisschen umwechseln mit hier. Okay, das war ein falscher Angriff. Was? Aber wir von Angriff, was er läuft. Ein mächtiger Aufwärtskick. Das kann mit Luftabwehrattacke verbunden werden. Okay. Okay, der kommt mal hier hin. Okay, das ist der Angriff, der so umgeht. Eagle Dive, nee. Okay, das ist der falsche. Ich muss nur alles so einstellen hier. Und so. So, jetzt ist das perfekt. Bis jetzt. So, ich möchte noch gerne diese Mine erreichen, bevor wir den Part beenden. Und dann. Ich hoffe nur gerade außen. Nein, okay. Da ist irgendwie so ein Fleck in der Mitte. Das ist ein bisschen verdächtig. Dirk und Altessa. アルテスタさんとどっちがいい職人なのかな。知るかよそんなこと。僕が見たところ技術的にはアルテスタさんの方が上だと思うな。職人に大事なのは技術じゃなくて心だ。親父だったら困ってる人を放っておくもんか。ムキになってる。やっぱり親子だね。 Schwebt einfach irgendwas in der Luft, okay. Warum auch nicht? Dann auf der Karte ist da so ein oranger Punkt, gehen wir mal ein. Es ist sehr blöd zu steuern, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Oh Mann. ハイムビ。テサラでもドワーフって珍しいの?私が知ってるのはアルテスタだけだよ。じゃあ、一人ぼっちなの?きっと寂しいだろうね。あれ?どうしたの?いや、親父のやつどうしてるかなって思ってさ。ロイドがホームシックになってる。いや、違うぞ! Okay, ich möchte gerne aussteigen, danke. Okay. Den ganzen Skits, die Folge doch wieder länger als sie eigentlich sollte. Ich wollte eigentlich so 43, 24 Minuten machen oder so. Okay.
Halt wahr. Ach ja, Crescent Moon und Sword, okay. So, irgendwann habe ich den raus. Sehr professionell sieht er irgendwie nicht aus, wie er tritt. Aber naja. So, wir gehen noch mal kurz zur Mine. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Dankeschön. Also mein Ende, ja, vermasselt das. Wie kannst du das wagen? Ja, du auch. Der aber nur so Luftangriff irgendwie hat, ey. Irgendwie komisch. Magiesperre. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.